Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 2. Juni 2018? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen ein Aufstieg. Auch sichtbar machen etwas oder sehen oder gesehen werden, wahrgenommen werden, und die Zwillinge sind auch zurzeit wahrgenommen. Die Zwillinge zeigen uns alle etwas. Und es kommt von der Scheinbewegung der Sonne. Die Sonne zeigt uns, öffnet den Augen für die Tierkreiszeichen Zwillinge. Weil wir können etwas Wichtiges lernen von den Tierkreiszeichen Zwillinge. Und dazu eine Geschichte. Es gab einmal eine wunderschöne Frau Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Das Problem war, dass Leda verheiratet war mit dem König von Sparta. Und abends kam der König nach Hause und Leda schlief auch mit ihm. Und passierte etwas. Leda wurde von beiden schwanger und gebar die Zwillinge. Castor war der Sohn von König, also war menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Zeus, von dem Himmelsgott, und war unsterblich und göttlich. Die beiden Zwillinge lebten zusammen, sie waren immer miteinander verbunden. Bis dann der Tag kam, dass Castor musste sterben, und Pollux ging zu seinem Vater und bat Zeus um die Sterblichkeit und sagte, ich kann meinen Bruder nicht alleine lassen bei Sterben, ich möchte auch sterben. Das berührte Zeus. Und als Dankbarkeit hat Zeus beiden im Himmel gesetzt und machte beiden unsterblich. Und so leuchten beiden Sternen Castor und Pollux in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und diese Geschichte erzählt uns etwas, dass wir ein Teil sind von dem göttlichen Schöpfung, und die Zwillinge zeigen den Weg zu den Göttlichen, zu diesem Bewusstsein. Und wenn wir diesem Bewusstsein haben, dann spüren wir die Leichtigkeit, dieses Luftelement und auch dieses Spielerische. Und das ist die Geschichte von den Tierkreiszeichen Zwillinge, und da in die Richtung sollen wir gerade schauen. Und das zeigt gerade die Sonnenenergie hier in diesem Tierkreiszeichen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Für die Schützengeborenen bedeutet das Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter den Füßen und Materie, auch das Körper, Bewegung, Sport, auf die Körper achten oder Ernährung oder Naturverbundenheit. Unserem Planet Erde bekommt einen Einfluss von Rastaban. Diese Rastaban ist der Kopf der Drache oder Schlange, und das kennen wir von der Geschichte von Schlangenträger. Wenn man ein bisschen auskennt mit der Mythologie, dann erkennt man, dass diese Figur, diese Schlange kommt überall vor, in allen Kulturen. Bei den Babylonier gilt als Schöpfungsgeschichte. Bei den Babylonier ist der Himmelsgott Marduk. Und Marduk erschafft das Welt von einer Schlange. Marduk tötete der Schlange und schneidete nach die Länge, und von dem unteren Teil schaffte der Erde und der oberen Teil schaffte die Himmel. Und so beginnt
die babylonische Schöpfungsgeschichte. Aber bei den Indern ist es auch nichts anderes. Und dieser Drache symbolisiert auch die Karma, auch die Wiedergeburt. Mond bewegt sich in den Tierkreiszeichen Steinbock. Mond hat gerade eine abnehmende Mondphase. Abnehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, was abnehmen soll. Heute ist das Thema Abnehmen all das, was uns stört, besonders die Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Neid, Eifersucht, all von diesen negativen Gefühlen. Dabei hilft uns Hämatit, diesem Halbedelstein Hämatit. Das gibt uns Kraft, Mut, Lebensenergie und hilft dabei, diese negativen Gedanken, negativen Gefühlen verabschieden. Hämatit ist sehr gut, die anderen Halbedelsteine aufladen, mit Energie aufladen. Und Hämatit selbst sollen wir auch einmal im Monat mit fließenden, lauwarmen Wasser entladen und mit Sonnenkraft aufladen, und wir können immer wieder die Mondenergie dazu nutzen. Diesem Halbedelstein Hämatit befindet sich in meinem Shop. Ich habe das noch nicht fotografiert, aber das erscheint in den kommenden Tagen mit vielen anderen Halbedelsteinen, und das werde ich auch beschreiben. Und mein Shop befindet sich unter www.denderasusannamedici.com. Jetzt zurück zur Mondenergie. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock und bekommt einen Einfluss von Deneb. Deneb befindet sich im Sternbild Schwan und bildet sich eine Brücke zwischen Altair und Vega. Und die beiden, Altair und Vega, wird von Milchstraße getrennt. Und dazu gibt auch eine schöne Geschichte aus der chinesischen Mythologie. Es gab ein Hirtenjunge und er hieß Altair. Und im Himmel war ein Fee und sie hieß Vega. Und Vega hat sich verliebt und kam auf die Erde und sie haben verheiratet und Vega wurde Weberin. Bis dann der Himmelskaiser und die Himmelskaiserin, was nichts anderes ist als Sonne und Mond, haben das entdeckt und sie haben den Feen zurückgeholt ins Himmel. Und somit waren die beiden Liebenden getrennt. Bis dann Deneb zum Idee kam, ich verbinde die beiden. Ich baue eine Brücke, ja aus Schwanen, immerhin ist Deneb die Hauptstern von Sternbild Schwan. Und in diesem von Schwan gebaute Brücke treffen sich die Liebenden einmal im Jahr, im siebten Tag der siebten Mondmonat. Und das ist der Tag der Liebe in China und auch in Japan. Und das war die Funktion Deneb, eine Brücke zu bauen bei den beiden Liebenden. Und wenn Deneb unsere heutigen Mondbewegung bestrahlt, dann ist es auch die Botschaft, eine Brücke bauen. Vielleicht ein Entgegenkommen, Gefühle zeigen oder mal schreiben oder Einladung schicken. Also wichtig ist die Verbindung. Und in welchen Themen handelt sich das? Natürlich um die Liebepartnerschaft. Wir haben heute auch eine wunderbare Liebesenergie und das vermittelt die Tierkreiszeichen Fischen, die Tierkreiszeichen Krebs und die Tierkreiszeichen Skorpion. Und alle drei gehören zum Wasserelement und das hat schon mit unseren Gefühlen etwas zu tun, dass wir soll heute nach Gefühl handeln und auch mal unseren Gefühlen bewusster wahrnehmen und nicht immer verletzt fühlen oder beleidigt fühlen und zurückziehen, sondern eine Brücke bauen. Einen klärenden Gespräch trifft noch nicht, aber das nähert sich.
Also damit können wir rechnen. Aber die Gefühle sind da und die Gefühle verbinden die Liebenden. Die heutigen Tag stoßen wir an unseren Grenzen und wir sollen unsere Hemmungen, unsere Ängste überwinden. Und es ist sehr wichtig, weil dann können wir etwas Neues starten, etwas Neues beginnen. Aber wir brauchen gerade Kraft. Kraft, und wir sollen auch überlegen, wo setzen wir unsere Kraft ein, dass das nicht zu viel Energie geraubt wird. Wir sollen uns auch von Menschen hüten, die unsere Zeit und unsere Energie rauben. Weil die Energie brauchen wir für uns selbst und für Menschen, die das auch verdient haben. Und die Menschen, die wir auch lieben, wo wir auch Unterstützung geben. Heute wirkt auch ein Engel und dieser Engel heißt Mumiach. Dieser Engel Mumiach ist ein heilender Engel und heilt Krebskrankheiten, aber auch Angst und Depressionen bringt auch Heilung. Also hilft dabei Ängste loslassen, hilft bei Heilung, bei Depressionen, gibt uns auch Kraft und Mut und schützt uns von negativen Einflüssen, schützt uns auch von negativen Gedanken. Und wie wirkt das auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen, Zwillingsgeborenen, haben dieses Bedürfnis wahrgenommen werden. Und die Zwillingsgeborenen werden auch wahrgenommen. Sie bringen auch etwas ins Licht. Aber sie haben gerade die Bedürfnis nach einem klärenden Gespräch. Es nähert sich auch. Es klärt sich etwas auf. Aber das trifft noch heute nicht ein. Und das macht die Zwillingsgeborenen ungeduldig. Vielleicht zweifeln auch an etwas. Also es ist gut, wenn die Zwillingsgeborenen an ihren Gefühlen oder an ihren Intuition hören zurzeit und zeigen ein bisschen Geduld. Die Tierkreiszeichen Krebsgeboren ist immer noch sehr wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, und das ist eine fließende Energie. Und sie haben mehr Stabilität, auch mehr Vertrauen, worauf die Krebsgeborenen achten sollen, das ist das innere Harmonie, das innere Gleichgewicht und auch das Vertrauen, dass das eine fließende Energie ist und dass sie Glück haben zurzeit, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen nähert sich eine Nachricht, eine wichtige Nachricht, und das bringt Klarheit. Ein bisschen Geduld noch, in die kommenden Tagen wird diese Nachricht eintreffen, also nicht daran zweifeln. Für die Löwengeborenen ist auch wichtig, wo setzen sie gerade ihren Kraft ein. Wenn das zu viel ist, verlieren sie die Gleichgewicht und fühlen sich müde und erschöpft. Also konzentriert bleiben, auf dem Wesentlichen konzentrieren, da die Energie lassen und alles andere jetzt mal ausschalten. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person spielt hier eine Rolle und kommt noch nicht die Bestätigung und das verunsichert momentan die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen brauchen auch einen gewissen Rückzug. Und auch die Ruhe, und in Ruhe liegt die Kraft, weil teilweise fühlen die Jungfraugeborenen auch erschöpft und müde. Auf jeden Fall, sie kümmern gerade an ihren Zuhause. Entweder räumen sie auf, bringen alles in Ordnung oder genießen die Zuhause, diese Ruhe, diese Zurückgezogenheit. Bei einigen Jungfraugeborenen kann das auch ein Umzug bedeuten. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Kraft und Mut und sie haben tolle Ideen und sie wollen diese Ideen verwirklichen. Wenn sie das vermitteln an jemand, das kommt zu Missverständnissen
oder die Gespräche verunsichern eher die Wagengeborenen. In der Liebepartnerschaft sollen die Wagengeborenen ein bisschen geduldig sein, bis sich da etwas verbessert. Momentan ist besser um die berufliche Situation, kümmern da etwas verbessern. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und sie können ihre Träume leben. Wo sie sich beengt fühlen, das ist der Arbeitsplatz. Ein bisschen Geduld noch, bis da Verbesserungen kommt, und momentan ist besser, die Sachen so akzeptieren, wie das ist, geduldig sein, bis sich eine Lösung gibt, bis man da vernünftigen Gesprächen führen kann oder kommt ein Arbeitsvertrag. Aber das, was Sie gerade empfinden, etwas beengt fühlen im beruflichen Situation. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft, und sie sind gerade dabei, ihre Unsicherheit überwinden, immer mehr kommen im Vertrauen und haben auch Kraft und Mut, vieles verändern, verbessern in ihrem Leben. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen lernen etwas Wichtiges, an ihren Wünsche und Träume hören, weil das ist gerade die richtige und die wichtige Ratgeber. Und das, was sie lernen, ihren Träumen transformieren, umsetzen im Tat, im Realität. Und dabei hilft auch diese Engel Mumiak, weil das ist auch die Engel, wo dabei hilft, die Träume, Visionen im Tat umsetzen. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren haben Kraft und Mut, und das ist eine berufliche Verbesserung. Wo sie unsicher fühlen, das ist die Liebe, Partnerschaft. Ein bisschen Geduld noch, das wird auch beleuchtet in der nächsten Zeit und das wird in den kommenden Wochen die wichtige Thema sein. Momentan konzentriert bleiben, ihre Ideen umsetzen und beruflich etwas verbessern. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben eine wunderbare Liebesenergie und das können sie auch genießen. Wo sie Einschränkungen haben, das sind die Gespräche. Da entstehen die Blockade. Entweder warten auf eine Nachricht und das kommt nicht oder sind es Missverständnisse gerade. Also eher meiden die Gespräche, die klärenden Gespräche. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist genau umgekehrt. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen und es ist ein klärendes Gespräch. Es kommt vielleicht nicht heute, aber das wird in den kommenden Tagen schon eintreffen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sich müde, kraftlos und sie brauchen gerade die Ruhe. Und sie sollen auch diese Ruhe genießen. Wo die Stiergeborenen gerade Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft, aber sie sollen auf ihren inneren Stimme, auf ihren Gefühl achten, weil das ist die beste Ratgeber und dann kommt alles im Fluss und die Stiergeborenen öffnen sie sich in die Liebe, Partnerschaft. Und das war mein Tageshoroskop und ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Wie funktioniert das? Es sind E-Mail-Beratungen. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihren Fragen. Und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.